So, der Mann ist es gehört, beginnen wir mit den Frauen. Im Namen 1 Finale spielt Katrin Meyer-Höfer vom FC Langweilig. Und dann haben wir zu Jessica Walter vom BSV Württemberg. Als nächstes die Damen und Herren, Yvonne Steinreicher, ebenfalls SV Seniorin Weißenthal. Und dann möchte ich noch begrüßen die letzte Dame, Frau Andrea Schieden vom TSV Dornbach. Ein Daniel Lindleiter von Post-SV Telekom Augsburg. Als zweiter Finale nehmen wir an den Herrn Sieg und ein Doppel, Herrn Bastian Schläger vom GOK SV Innsbruck. Als nächsten Teilnehmer haben wir Jürgen Lehmann und Herrn Doppel vom FC Bayreuth. So, dann haben wir noch Herrn Helmut Groh, Post-SV Telekom Augsburg. Und Lars Pagliarides, Jürgen Stöckchen, ebenfalls vom Post-SV Telekom Augsburg. Die Rahmenfolge, die wir nicht mehr als gespielt werden, wir haben ja nur noch den Sektor, wird also sein, dass das Damenwochen stattfindet, anschließend das ein Einzel, dann das Damen-Einzel und zur Auswahl. Und die Vizepräsidentin, ein Gerhard Schnabel. Herr Karas Schuster, als zweites Mitglied müssen wir den Bezirksvorstand vom Oberbacken an der Spitze des Bezirksvorstandes an Hartmut Müller. So wie alle anderen Mitglieder des Verbandsrates. Als weitere Leute machen wir Programm den Kreisvorsitzenden, den Kreisvorsitzenden Tischtennis. Und wie auch schon in den letzten Jahren, ist dieses Mal wieder ein Bayerischer Rundfunk vertreten, der das Finale aufzeichnen wird, das Fernsehen, das Bayerische Fernsehen, mit Herrn Redakteur Schara Asikasch. Und das Ganze wird am Abend übertragen in der Sporttribüne ab 22 Uhr. Des Weiteren möchte ich natürlich alle